Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, es wird Zeit für eine Halbzeitbilanz. Vor 3 Jahren haben Sie uns beauftragt, als Kreistagsabgeordnete die Themen im Kreis zu behandeln und aufzunehmen, sofern sie aus Ihren Kommunen kommen, sofern sie den gesamten Kreis betreffen. Ich bin Sprecherin im Umwelt-, Energie- und Kreisentwicklungsausschuss des Kreises, kurz der UKE-Ausschuss genannt. Und wir haben in diesen 3 Jahren eine ganze Reihe von Themen auf den Weg gebracht. Die 4 wichtigsten sind: erstens, wir haben einen Umweltkoordinator in der Kreisverwaltung etablieren können. Wir haben uns einer Sammelklage für das Atomkraftwerk Tihange angeschlossen, weil uns die Sicherheit unserer Bürger wichtig ist. Das Thema Sicherheit ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei Informationen, wie zum Beispiel bei der Shell oder Lyon-Delle-Basel, sodass unsere Bürger rechtzeitig über uns auch informiert werden können. Und nicht zu vergessen das EcoZ, unser Energiekompetenzzentrum des Kreises. Hier sind wir an dem Punkt angekommen, dass wir dort einen Lernort etablieren konnten und die Schülerinnen, Erwachsenenbildung dort weiter vorantreiben können. Wie Sie gerade gesehen haben, ist die Arbeit im Ausschuss immer sehr intensiv, sehr diskussionsfreudig. Wir arbeiten sehr, sehr gut zusammen. Es sind viele wichtige kommunale Themen. Jeder muss seinen Wert, seine Stellung finden mit seinen Themen. Und es ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir hier auch entsprechend Raum für die Diskussion finden. Wir haben 10 Kommunen im Kreis, 10 Kommunen mit ihren Umwelt- und Energiethemen, Kreisplanungsthemen, sodass jeder auch Gehör finden muss für seine Anliegen. Das ist mir sehr wichtig. Ich freue mich, dass wir hier so gut zusammenarbeiten. Und wenn Sie irgendwelche Anliegen haben, gerne herzlich willkommen.